Also, wir sind heute in der Volkshochschule in Erfurt und wie man sieht, bin ich ja schon im Hexenhaus, denn heute ist das 6. Baba Yaga-Fest, was vom Radio frei geführt wird. Es gibt hier ein buntes Programm und man kann sich zum Beispiel Märchen anhören. Das ist was für Alt und Jung und wir gehen gleich mal los und gucken uns das an. Wieso feiern wir eigentlich ein Fest? Und was hat das mit dem Hexenhaus zu tun? Das erzählt uns die Hexe Baba Yaga persönlich. Sie bringt uns das Programm näher, sagt uns, dass wir hier viel erleben können und begleitet uns durch den ganzen Tag. Danach faszinieren uns auch schon die nachtblinde Eule und der tagstumme Tiger von Mitossi. Die Eule und der Tiger wollen Freunde werden. Aber sie können nicht miteinander reden, da der Tiger am Tag nicht sprechen kann. Er fragt uns nach Hilfe, damit die beiden zueinander finden. Wir gucken einfach mal, was es hier sonst noch gibt. Es gibt nämlich auch ein Rahmenprogramm. Hier wird gebastelt. Wollen wir uns das nicht mal gleich angucken? Ja, prima. So, das andere machen wir hier. Den Mund und die Zähne klebt man und die Nase klebt man auch. Dann kann man sich noch irgendwo hier einen Stoff aussuchen und das dann auch darunter einen Kleber oder einen Knoten machen und dann ist es eigentlich schon fertig. Das ist dann die Hexe Baba Yaga? Ja. Weißt du, was die Hexe Baba Yaga ist? Eine Hexe. Ich weiß sogar, wieso sie hier ist. Warum ist sie hier? Ihr Haus ist weggelaufen und sie hat ganz schnell Verstecken gespielt. Und das Haus liebt Feste. Und jetzt will sie das Haus mit dem Fest herlocken? Ja. Machst das hier drauf. Dann klickst du es zum Beispiel hier drauf. Das ist doch schön. So läuft die ganze Zeit rum. Ne? Ja? Also, was haben wir jetzt eigentlich gemacht? Wir haben einen Schmetterling gemacht, was gut zu nachmachen. Man braucht da ganz viele Farben. Mama oder Papa kann das vormachen, das Kind schneidet aus. Die Fühler kann auch das Kind machen. Und man kann es malen oder bekleben. Genau. Und ich finde, unserer ist ganz schön schön geworden. Ja. Oder? Ein bisschen behalten? Gut. Ich fallen lassen. Aber nicht nur Schmetterlinge, sondern auch Hexenbesen kann man hier basteln. Genau wie solche, die wir aus den Märchen kennen. Solchen lauschen wir bei den Erzählerinnen vom Projekt Mundwerk. Die zwei Frauen verzaubern uns mit Tiermärchen aus aller Welt und den Klassikern der Gebrüder Grimm. So nehmen sie uns mit auf eine magische Reise. Also, es kommt ja gleich die Hexe. Und was passiert jetzt eigentlich, Steffi? Also, soviel ich weiß, wird jetzt bei uns auf der Bühne, hier in der Schotte, auf der kleinen Bühne, das Katzenhaus von Samuel Marschak gespielt. Das haben unsere kleinen Etüdlinge, haben das inszeniert jetzt. Seit Februar haben die sich jede Woche eine Stunde damit beschäftigt. Und wir werden sehen, es ist ihre Premiere. Natürlich nicht nur was zum Basteln und Märchen anzuhören, es gibt auch was zu essen, beispielsweise Hotdog und Waffeln, und wir holen uns am besten gleich was. Hallo? Hallo? Sehr schön. Nach der Stärkung können wir auch den großen, bösen Wolf besser ertragen. Das Theater im Palais bringt uns nämlich das Rotkäppchen mit. Der böse Wolf erkundigt sich auch schon mal nach unseren Großmüttern, bevor er Rotkäppchen verspeist. Was hast denn du für große Hände? Dass ich dich besser packen kann. Damit ich dich besser packen kann. Was hast denn du für ein entsetzlich großes Maul? Oh. Genau, damit ich dich besser fressen kann. Oh.
Genau, es ist nämlich eigentlich schon das Ende unseres kleinen Festes und ich habe hier die Hexe Baba Yaga. Hast du denn dein Haus gefunden? Fast. Ich spüre es. Es ist ganz nah. Oh, da ist es. Ich habe es gefunden. Das Fest hat sich gelohnt. Ich habe es gefunden. Liebe Kinder, nicht wieder weg, kein Diesmal. Ab von der Dampfer. Eigentlich hätte sie auch mich fragen können, denn ich wusste die ganze Zeit, wo das Haus ist. Hexe gut, alles gut.